Zweiter Tag der Emilia. Heute geht es von Füssen nach Innsbruck. Insgesamt 133 Kilometer. Höchster Punkt des Tages der Fernpass mit 1254 Metern. Katja Pönsken, ehemalige Motorradrennfahrerin. Katja ist bis heute die erste Frau, die im männerdominierten MotoGP Punkte eingefahren hat. Heute testet Katja drei Elektroautos auf ihre Alltagstauglichkeit. Den kleinen Multi-Truck-Van, Supersportler Tesla Roadster und den kompakten Think City. Wie sinnvoll sind die grünen Stromschleudern für Familien und junge Mütter? Der Multi-Truck-Van, konzipiert für Kommunen und Kleinunternehmer, 45 Kilometer Spitze, günstig, der große Laderaum hinter den Sitzen. Im Stadtverkehr ein echter Hingucker. So, jetzt packe ich mal rückwärts ein und schau mal, wie das geht. So, also lenken geht ein bisschen schwer, wenn er nicht rollt. Was auch schwierig ist, dass ich keinen richtigen Rückspiegel habe halt. Ne? Mein Fazit zu dem kleinen süßen Multivan ist, er ist für die Stadt, glaube ich, sehr gut. Man hat viel Platz hinten drin zum Einkaufen, man kann Kinderwagen alles mitnehmen. Einpacken ist ein bisschen schwierig, weil man halt keinen Rückwärtsspiegel hat. Aber sonst alles in allem bin ich ganz begeistert von meinem ersten Elektrofahrzeug. Der Haken, der kleine Elektrovan hat nur eine geringe Reichweite von 65 Kilometern. Auf der Bergetappe heute echte Kraftanstrengung für Fahrer Mike Hindelmeier. Akkuwechsel 2 Kilometer vor dem Fernpass. Das Batteriepaket wiegt 320 Kilo. Wir wechseln jetzt gerade. Du hast gerade keine Zeit. Genau. Der zweite Test. Der amerikanisch-deutsche Tesla Roadster, Aushängeschild der dynamischen Elektrotechnik. 288 PS, 212 Stundenkilometer Spitze. Im Preis von 100.000 Euro inklusive der coole Raumschiff-Sound. Super geil. Achtung, Suchtgefahr. Das unglaubliche Drehmoment. Der Supersportler beschleunigt in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100. So schnell wie der Porsche Turbo. Es hat total Spaß gemacht. Der geht voll ab, fast wie ein Motorrad. Nur für mich als junge Mutter wäre er nicht so geeignet. Ich habe hier keinen Platz für Kinderwagen etc. Aber so als Zweitwagen wäre er richtig klasse. Nur werde ich ihn mir nie leisten können. Dritter Test. Katja trifft Silvia Illberger. Die 21-Jährige arbeitet als Mechatronikerin bei der Firma Move About. Schon sehr früh wusste sie, warum E-Mobility für sie ein Thema ist. Ich habe mich für die E-Mobilität entschieden, weil durch meine Ausbildung als Kfz-Mechatronikerin ist mir natürlich bewusst, dass die fossilen Energiequellen zu Ende gehen und irgendeine andere Alternative gefunden werden muss. Ich finde Elektroautos und Elektromobilität einfach klasse, weil man kann mobil sein, ohne dabei eben ja, der Umwelt zu schaden. Und das ist einfach klasse. Zusammen mit Katja fährt sie die zweite Teiletappe über Seefeld nach Innsbruck. Der Think City hat Platz für zwei Notsitze, Raum genug für den Nachwuchs. Und voll aufgeladen bringt der Kleine immerhin 160 Kilometer weit. Katja schaut sich den Wagen ganz genau an. Der Rennverlauf heute. Dramatik am Fernpass. E-Biker Marcel Schwager muss improvisieren. Wir haben ja zu wenig Budget für ein Begleitfahrzeug. Also Begleit schon, aber kein Servicefahrzeug. Sein Ersatzakku war früher leer als erwartet. Super, danke. Max, musst du ihn bringen, ja? Nein, jetzt ist gut, danke. Bitte. Über 8 Stunden Zieleinfahrt in Innsbruck. Tagessieger wird das Tesla-Team von Robert Hering vor Achim Wiedei auf einem Think City. Ja, geil! In der Gesamtwertung führt weiter der Tesla vom Team Energiebau mit einem hauchdünnen Vorsprung von knapp einer Sekunde. Hochspannung für Tag 3 garantiert. Die Silvia ist eine super Beifahrerin, die hat mich immer richtig gelotst und wir sind tolle Touren gefahren, so an den Bergen entlang und immer schöne Aussichten. Und ja, das Auto hat auch total Spaß gemacht. Ich konnte sogar überholen, also von dem
bin ich begeistert. Der Think ist gut. Das war ja echt ein super geiler Tag. Aber mit Marcel habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Der hat mich nämlich vor Innsbruck rechts überholt und das geht gar nicht. Hey, hey, hey.